Aber ich meine, Potsdam ist aber auch eine schöne Stadt, wollen das sagen alle, die da schon mal waren. Ist ja nicht dieses hohe Hotel da am Bahnhof, ne? Aber ganz ehrlich, du, das ist aber auch ein schäbiger Klotz, ne? Ihr verliert nicht euer Gesicht, im Gegenteil. Ihr gewinnt etwas. Wir alle können nur etwas gewinnen, nämlich eine Kunsthalle hier im Zentrum, einen modernen Bau mit Kunst der DDR. Mitten im Zentrum. Du brauchst gar nicht umziehen, du wohnst doch nicht im Hotel, oder? Auch die Weiße Flotte, liebe Potsdamer Bürger, unterstützt das Projekt Kunsthalle am Standort Hotel Merkur Lustgarten. Dies haben wir auch immer deutlich gemacht. Allerdings, der Standort Hafen Langebrücke muss für die Weiße Flotte Potsdam erhalten bleiben. Ein anderer Platz mit direktem Wasserbezug hingegen ist für uns akzeptabel. Herr Plattner, an uns wird es nicht scheitern. Jetzt hört doch mal mit Preußen auf. Was hat das Merkur mit Preußen zu tun und was hat die Kunsthalle mit Preußen zu tun? Das fällt mir ganz schwer, das zusammenzukriegen. Aber wenn über den Vorwurf sozialistischer Notdurftarchitektur noch gestritten werden kann, da kann man noch drüber streiten. Aber dass dieser Kasten hier nicht reinpasst, das realisiert jeder städtebaulich auch nur ansatzweise sensible Mensch. Aber aus ideologischen Gründen ist das Stadtschloss gesprengt worden und aus denselben Motiven ist dieser Klotz dorthin gebaut worden. Das ist die historische Wahrheit. Also ich wollte eigentlich nur eine Kunsthalle bauen und ja, ich habe mit Herrn Platzek, ich habe mit dem Herrn Oberbürgermeister Jakobs geredet und gefragt, sag mal, habt ihr nicht was in der Innenstadt und da gehört das eigentlich hin? Und alle haben auf das gezeigt und ich habe gesagt, das ist mir zu heiß. Also das ist ein Potsdamer Angelegenheit und da will ich mich eigentlich nicht einmischen. Es gibt keine Frage, dass ich der Weißen Flotte was wegnehmen will. Also das Wort Despot ist nur wirklich falsch. Ich habe nichts davon, dass hier eine Kunsthalle gebaut wird, außer, dass wenn ich mal nicht mehr bin, wenn ich da oben bin, dass meine Bilder nicht bei Sotheby's oder Christie's versteigert werden und in alle Welt verschwinden, dass sie zusammenkommen können an einem Ort. Es ist überraschend, wie gut die Malerei in der DDR war. Und es ist enttäuschend, wie schlecht sie heute im gesamten Deutschland, im Gesamtdeutschland positioniert ist. Eine Kunsthalle ist etwas wesentlich Öffentlicheres, als es dieses Hotel jemals gewesen ist. Ja.